Zu einer ganz besonderen Fahrt ist der Radio Oberösterreich-Ballon aufgestiegen. Mit der Salzburgerin Heidrun Prosch als Pilotin sollte nämlich ein neuer offizieller österreichischer Höhenrekord im Ballonfahren für Frauen aufgestellt werden. Bisher gab es nur einen inoffiziellen Rekord und der lag bei 6500 Meter. Die ehrgeizige 39-jährige Salzburgerin will mit dem Radio Oberösterreich-Ballon diese Marke überbieten. Als Ausgangspunkt für diese Rekordballonfahrt wurde Saalfelden in Salzburg gewählt, da ein Start in Oberösterreich aufgrund des Nebels nicht möglich war. Nach ausführlichen Vorbereitungen hebt der Ballon mit Heidrun Prosch als Pilotin ab, begleitet wird sie dabei von zwei weiteren Ballonen. Nach rund 45 Minuten ist es endlich soweit und die neue Rekordhöhe von 6.760 Metern ist erreicht. Ich habe das Gefühl, man ist einfach weg vom Erdboden, man gehört nicht mehr dazu. Nach weiteren 45 Minuten Fahrzeit und der Gewissheit, einen österreichischen Rekord aufgestellt zu haben, landet die Mutter einer Tochter wohlbehalten und glücklich auf der Erde. Erleichtert und es war ein tolles Gefühl. Einen ganz besonderen Begleiter hatte die neue Rekordinhaberin allerdings, und zwar den Radio Oberösterreich Nikolaus. Der nutzte diese Ballonfahrt dazu, um sich auf den Weg zu machen, rechtzeitig in ganz Oberösterreich Geschenke zu verteilen.